So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir sind beim letzten Mal Spectre geworden. Und, ja, der erste menschliche Spectre. Und das ist natürlich was ganz Besonderes für uns. Und so. Hoffentlich geht es ihm gut. Was? Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Okay. Eine kleine Nebenquest. Wir sollen seinen Bruder finden. Das machen wir entweder bei Gelegenheit mal oder ich mach's offscreen oder wir machen das gar nicht. Muss ich mal schauen. So, zunächst einmal wollten wir jetzt noch zum Ausrüstungsoffizier. Und so, das war schon der Fahrstuhl. Und dann wollten wir uns noch kurz neu ausrüsten, falls es da noch was gab. Denn da wir jetzt ja Spectre sind, haben wir Zugriff zu anderen Waffen. Und Außerdem leugnet Exogen immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Gut, mit denen sprechen kann man leider auch nicht im Aufzug. Da steht zwar die Option, aber man kann sie nicht auswählen. Und da müssen wir gleich unten sein. Und ja, genau. So. Ich glaube, es wäre sowieso viel einfacher gewesen, hätte ich einfach direkt zum Transit-Dings genommen. Ja, schön. So, jetzt bekommen wir auch ein bisschen mehr EXP und Bitte stören Sie die Keeper nicht. Und Geld. Und Credits. So. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Hier haben wir auch noch eine kleine Nebenquest. Dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Ist aber eigentlich sie nicht so richtig. Ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. So, dann nehmen wir jetzt zum Transit und gehen einmal Bezirke. Zitadell-Sicherheitsdienst, ja, genau. Und ich stelle mich hier nochmal kurz auf offline. Ihr kennt das ja mittlerweile. So. Genau hier wollten wir hin. Denn hier hatten wir unten links noch den Händler. Und da sollten wir jetzt einfach nochmal vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich nochmal interessante Sachen für uns da hat, aber. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten. Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. So, die Pommes bekommen hier nämlich das bessere Zeug. Und da wollen wir doch direkt mal schauen. Eine leichte Menschenrüstung, Hydra 2. Die ist zwar billig, die brauchen wir aber nicht, weil die einfach in allen Sachen schlechter ist. Eine mittelschwere Rüstung, Hydra 2. Hier sehen wir schon, es ist zweimal genau die gleiche Rüstung, nur einmal leicht und einmal mittelschwer. Und hier haben wir sie sogar nochmal in schwer. Und die haben halt andere Schwerpunkte. Also leicht ist zum Beispiel mehr auf Tech- und Biotikschutz ausgelegt, während schwer halt mehr auf Schadenschutz und Schilde ausgelegt ist und so weiter. Turianer Rüstung für unseren Garrus brauchen wir eigentlich nicht. Bio-Verstärker, nö. Universalwerkzeug brauchen wir auch nicht. Pistole.
Die ist auch schlechter, eigentlich. Ja. Menschenrüstung und nix. Ist auch schlechter. Guardian. Ist alles schlechter hier eigentlich. Gut, hier sind die Schilde ein bisschen besser, aber dafür lohnt sich's eigentlich nicht. Ich skill die mal 3. Mittelschwere Guardian-Rüstung. Nee, das ist alles nichts. Das ist sowieso viel zu teuer. Da brauchen wir nichts von. Gut. Dann gehen wir zurück auf unser Schiff. Auf die gute Normandy. Da kommen wir hin, indem wir hier nach oben fahren, zur Andockbucht. Und dann wollen wir mal uns, ja, einem richtigen Auftrag widmen zum ersten Mal. Ich bin erstaunt, dass Sie bereit sind, Ihre eigenen Leute zu töten, Rex. Stehen die Kroganer nicht kurz vor dem Aussterben? Sie verstehen das nicht. Trotz all des Geredes über Ehre und Stolz mussten die Turianer ihre Prinzipien doch noch nie im Kampf auf die Probe stellen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Okay. Wir haben ja auch unseren Rex, unseren Kroganer. Und dazu muss man auch wissen, ist halt so ein bisschen Hintergrundwissen, dass die Kroganer fast vom Aussterben sind, aber naja, mehr dazu erfahren wir sowieso bestimmt noch. Und es ruckelt, das ist total dumm. Aber sprechen wir mal mit Odina. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war. Und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Ferros-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Ferros und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Belten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ja, okay, da haben wir gerade noch einiges erfahren. Garrus hat noch was zu sagen.
Die Normandy vereint die besten Seiten der Allianztechnik und der turianischen Technik. Ja, da haben wir ihn unterbrochen. Gut, da haben wir unsere Normandy, das ist jetzt tatsächlich unsere. Und ja, sprechen wir nochmal kurz mit ihm. Ja, Commander? Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Wenn das bedeutet, dass ich abdanken muss, tue ich es. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Okay. Der hatte nicht mal so viel zu sagen. Der Anderson. Und da haben wir jetzt doch noch erfahren, dass er ein Spectre hätte werden können oder einer war. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Da hat der Typ außen. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Okay, jetzt können wir das Gespräch, was er oder die Meldung, die er quasi seinen ganzen Crewmitgliedern erzählt, fortführen. Ja, hier ist es jetzt so, dass die unterste Antwort nicht unbedingt eine schlechte Antwort ist und die oberste nicht unbedingt eine gute Antwort ist. Das wäre nämlich auf der rechten Seite. Da haben wir allerdings nur die mittlere, die neutrale. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadellsektors verbleiben. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Okay, okay. Sichtfenster, nach draußen schauen. Codex-Punkte. Dingens, XP. Gut. Was ich noch sagen wollte. Wir haben erfahren, dass Captain Anderson Spectre geworden ist, beziehungsweise hätte werden können und Saren ihn davon abgehalten hat. Also noch ein Grund mehr, Saren zu finden. Und das Ganze mal schön klarzustellen. Navigator Presley. Oder Presley, oder wie auch immer. Sprechen wir mal mit ihm. Hallo? Ja. Oder auch nicht, weil es gar nicht geht. Gut. Hi. Ich glaube, ansonsten brauchen wir eigentlich gar nichts. Wir können noch nach unten gehen und mit unseren Leuten reden, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Also es gibt natürlich so Sachen wie zum Beispiel Informationsbeschaffung und so weiter. Ich könnte mal kurz meine Medigels aufstocken, falls ich dann noch welche mir holen kann. Aber ansonsten auch nichts. Also wir können natürlich mit unseren Leuten sprechen, dafür bekommen wir auch ein paar XP, aber gut, also so Hintergrundinformationen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ein Medigel haben wir bekommen, gut. So, die sitzen da gemütlich. Also, mit den Leuten sprechen, das brauchen wir jetzt anfangs erstmal nicht. Mal schauen, ob wir das später mal machen, in irgendeiner extra Folge, die ja mal ein bisschen länger wird oder so. Mal schauen, wir wollen jetzt erstmal auf die Galaxiekarte schauen. Oder auch nicht. Doch so. Mit der wohl besten Ingame-Mucke, die es überhaupt gibt. Also, richtig, richtig guter Soundtrack.
Und das Beste ist, es gibt ihn sogar noch in Teil 2. Und in Teil 3 hoffentlich auch. Gut, hier haben wir jetzt die ganzen Planeten, die wir anfliegen können, beziehungsweise ich gehe mal hier rein. Hier haben wir, also das sind alles nur Nebel, Sternennebel. Und da haben wir dann halt noch einzelne Sterne. Ich reiß einfach mal hier hin. Das erfordert eine kurze Ladezeit, weil wir jetzt von der Normandy weg, von der Citadel wegfliegen. Und dann haben wir in diesem Sternsystem noch ein paar Planeten zu erkunden. Also ziemlich umfangreich eigentlich. So was Nebenmissionen betrifft, einfach erkunden der Planeten, da gibt es jede Menge. Und ich hatte eigentlich auch vor, vielleicht ein bisschen was in den Livestreams zu machen. Da kommt eine Nachricht, Commander. Oh. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken-Ether-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Ich sehe mir die Sache mal an. Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianz-Abgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Sie haben mit ihm gedient. Vielleicht hört er auf Sie. Aber er hat bereits 2 Allianz-Abgesandte getötet. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Ja, gut. Da hatten wir jetzt noch eine kleine Zwischensequenz. Das ist manchmal so, wenn wir in ein Sternsystem fliegen, dass wir noch eine kleine Zwischensequenz haben mit einer kleinen Nebenquest. Brauchen wir nicht. Was ich sagen wollte, ich hatte eigentlich vor, so ein paar Planetenerkundungen. Da schaue ich mal ganz kurz. Es gibt meistens immer einen Planeten in einem Sonnensystem, wo man wirklich hinfliegen kann. Okay, das ist ein Gasplanet, da können wir nicht drauf. Wo man dann auch wirklich drauf kann, auf dem Planeten, sich erkunden kann und umschauen kann. Hier zum Beispiel. Sieht schon sehr geil aus, der Planet. Beziehungsweise der Mond, das ist ein Mond. Und sowas hatte ich eigentlich eher vor, in den Livestreams zu machen, falls euch das interessiert. Hier haben wir dann halt noch etliche Informationen. Die sind allerdings eher unwichtig und deswegen mache ich die jetzt auch nicht unbedingt. Könnt ihr euch selbst durchlesen, wenn ihr das wollt. Hier können wir noch die Sachen erkunden. Beim Scan des Planeten haben sie ein größeres Vorkommen an Kobalt entdeckt. Das ist ja schön. Da gibt es ebenfalls eine kleine Quest zu. Das werden wir... keine Ahnung, 10 Leichtmetalle oder so finden, dann und 20 davon und 20 davon und davon wieder was, dann haben wir die Mission geschafft. Ich weiß nicht, was man da bekommt. Und hier gucken wir auch nochmal, was es da gibt. Nichts. Gut. Ich zeige das einfach mal ganz kurz, wie so eine Planetenerkundung aussieht. Beziehungsweise hier fliegen wir auf den Mond. Man kann auch theoretisch auf den erdischen Mond, also auf unseren Mond. Und da war ich persönlich noch nicht, das spare ich mir fürs Let's Play auf, da muss ich dann nochmal hingehen. Ich nehme mal die beiden mit. Beziehungsweise dich nicht, sondern ihn. Scott annehmen. Ja. Yep. So, da sind wir mit unserem Gefährt. Wir werden einfach aus der Normandy geschmissen. Und jetzt sind wir mit unserem Marco, so heißt das Teil, auf den Mond gelassen und sehen schon diese herrliche Aussicht. Okay, wenn man ranzoomt, nicht unbedingt, aber es sieht halt wirklich umwerfend geil aus. Und da haben wir hier zum Beispiel eine Anomalie, also irgendwas Bestimmtes, Biotiklager haben wir hier noch, irgendwelche Trümmer. Ich mache das jetzt einfach mal, einmal testweise, damit ihr das mal seht. Und solche Marco-Fahrten, da werden wir noch ein paar storytechnisch machen müssen. Die werde ich auf jeden Fall drin lassen, weil die teilweise auch echt geil sind. Eben wegen so einer Aussicht. Und ja, wie schon gesagt, wenn ihr wollt, dass ich so Nebenmissionen zum Beispiel mal in Livestreams mache, oder auch wirkliche Nebenmissionen und nicht einfach nur Planetenerkundung, sondern wirklich mit einem Ziel, wo wir eben
keine Ahnung, so ein Gate-Lager oder so ausräuchern müssen oder so, dann müsst ihr mir das sagen, dann können wir das gerne machen. Nur ich finde, so einen Ausblick sollte man halt nicht verpassen. Nur wenn ich das alles ins Let's Play packen würde, dann wird das halt wirklich sehr, sehr lange dauern. So, dann fahren wir jetzt einmal zu dieser einen Anomalie, die ist da unten. Was ist das? Das sieht aus wie so ein kleines Lager. So, schauen wir mal. Entdeckung. Diese Ansammlung provisorischer Manufakturhütten wirkt eher unorganisch. Ein paar Makrospuren führen über den Gebirgskamm in Richtung Südwesten. Ja, fahren wir weg hier. In Richtung Südwesten. Südwesten ist unten links. Ja, gut. Da wollten wir sowieso noch als nächstes hin. Wir können hier übrigens auch jederzeit aussteigen. Da haben wir hier unseren schönen Helm auf und unsere Leute auch. Ich habe ihn noch nie mit dem Helm gesehen. Cool. Nice. Auch nice. So, wir einsteigen. Und dann machen wir uns mal auf zur nächsten Anomalie. So, da hängen wir irgendwie ein bisschen blöd im Zelt fest. Und an solchen Planeten gibt es halt auch echt geile, die dann wirklich nah am Stern sind und ja, es sieht einfach nur geil aus. Ich möchte es eigentlich nicht dem Let's Play vorenthalten, weil das macht das Spiel auf jeden Fall um 50% schöner. Und ja, muss man einfach gesehen haben, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat. Oh, was mache ich denn da jetzt? Und diese Düsen unten, die sind auch echt geil. Die machen auch immer richtig Bock bei solchen Fahrten. Gut, ist wirklich sehr gebirgig hier, also sehr uneben. So, da unten haben wir irgendwas. Steigen wir mal kurz aus. Oh, da liegt irgendjemand. Beschädigtes Minenfahrzeug. Die Vorderfront des Markus ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick in das Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer tot sind. So. Noch immer rieseln in dieser fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch Reifenspuren. Ja. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Alles klar. Gut, hier haben wir noch uralte Trümmer. Bergen, Artefakt Bergen. Hier haben wir jetzt auch wieder sowas. So. Eine Grabung unter dem Sender, und da sehen wir, haben wieder ein bisschen XP bekommen. Turianische Insignien übrigens. Bei der Grabung unter dem Sender haben sie ein Stück Metall, wahrscheinlich von einem sehr alten Frachter gefunden. Das Metallstück war mit den Insignien des Marsedine Außenpostes gekennzeichnet. Gut, oh, ganz viel XP und Geld. Das ist gut. Auch nochmal ein Grund, warum diese Fahrten echt gut sind. Und auch für dieses Fahrzeug brauchen wir Universalgel. Das haben wir ja schon beim letzten Mal geklärt, was es ist. Und zwar, wenn wir unser Fahrzeug heilen wollen, weil das beschädigt ist durch Angriffe oder sonst was. Oder weil wir hier zu scheiße fahren. Was eigentlich schon die ganze Zeit passiert ist, aber... Und die Schilde beschädigt sind und alles mögliche, dann können wir unser Fahrzeug für 25 Universalgel heilen. Und wenn wir das... im Moment dann nicht haben und unser Teil komplett am Abkacken ist, dann ist es natürlich schlecht. So, hier haben wir Trümmer, abgestürzte Sonde. Bergen. Oh. Elektronikfertigkeit zu niedrig. Ja, das ist blöd. Dann müssten wir theoretisch später nochmal dahin gehen. Aber da denke ich sowieso nicht dran. Gut, und dann fahren wir jetzt noch zum Biotika-Lager. Da haben wir auf der Karte auch noch eins. Und ich wollte sowieso noch erklären, was der Unterschied jetzt zwischen Biotik ist und Tech-Fertigkeiten und so. Also, das kann man eigentlich ganz leicht unterscheiden. Es gibt halt so die Kampffähigkeiten, das sind halt sowas wie Rammen oder sonst was. Was der Rex halt gut kann, der ist gut gebaut, der ist richtig gut gebaut und der kann jeden umhauen einfach nur und deshalb hat er viel Kraft. Und Biotik ist halt sowas wie, jemanden durch die Luft werfen mit Gedankenkraft und sowas. Und Tech-Fertigkeiten, das sind dann halt sowas wie Schusskenntnisse oder
irgendwelche Viecher hacken oder sonst was. Gut, jetzt haben wir auf der Karte noch ein Metall oder sonst was entdeckt. Goldvorkommen, ja, hey. So. Schauen wir mal. Erkunden, suchen nach Material. So. Sie haben ein großes Goldvorkommen gefunden. Gut, da bekommen wir wieder Geld für. Und auch sowas ist für Nebenquests erforderlich. Einfach mal so Sachen zu suchen. Ist ganz nett. So, und hier haben wir irgendwas scheinbar. Beziehungsweise hier ist ja das Biotika-Lager. Hier ist irgendwo die Markierung. Ah, da. Da können wir aber scheinbar nichts machen. Aber das Teil sieht doch verdächtig aus. Da gehen wir mal hin. Laufen wir ein bisschen auf dem Mond. Kommen wir da rein? Nee. Sieht doch nicht so wirklich nach... Ah doch. Hey, cool. Ja, Medigeld. Das brauchen wir auch so unbedingt. Ist auf der anderen Seite auch noch sowas? Das wäre ja geil. Ach hier, eine Eingangskonsole. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Keil will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Keil mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Keil reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Keil will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Na, ich gehe auch hier rein. So. Jetzt sind wir im Inneren. Und scheinbar ist das schon dieses Gebäude, wo Vater Keil drin ist. Dechiffrierung auch zu überbrücken mit 20 Universalgeld, aber erstmal versuchen wir es natürlich so. Das war blöd. So. Okay, ganz viele Sachen. Da brauchen wir aber, glaube ich, nichts von. Brauche ich gar nicht nachgucken. So, Türsteuerung. Ich mache mal einen Quicksave. Okay. Vater Keil sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. Mhm. Keine Dummheiten. Wir behalten sie im Auge. Naja. Die Allianz will uns vernichten. Das hat uns Vater Keil gesagt. Sagten sie zum Spectre. Türsteuerung, okay. Schauen wir mal da. Aber hier stehen so viele Fässer. Oder diese Ionenzellen oder wie auch immer. Diese explodierenden. Technik-Kit. Servogelenke und Schildregeneratoren. Das ist doch schön. Fehlerhaftes Objekt. Bevor wir das jetzt erkunden, will ich einmal ganz kurz schauen. Ja, neue Stungel, wir brauchen eigentlich nicht. Das können wir auch direkt Garrus geben. Der könnte das ein wenig eher gebrauchen. Hier haben wir nichts. Die ist schlechter. Einen Sniper brauchen wir auch nicht. Er hat schon eine bessere. So. Und wir hatten hier eine Schildbatterie 1 und jetzt könnten wir Servogelenke, das macht plus 15% Schmetterschaden, das brauchen wir eigentlich nicht. Oder plus 21% Schildregeneration, das brauchen wir auf jeden Fall. Oder es wäre mir ein wenig lieber, dann nehmen wir das mal. So, Kampfsensor. Kampfsensor 2. Was haben wir da drauf? Kampfsensor 1, ja. Dann packen wir mal Kampfsensor 2 drauf. Ich meine, das kann ja nur besser sein. Mach nochmal ein Quick Save. Keine Dummheiten. Wir behalten ja, sie ja. Im Auge. Ich schieß nur, wenn sie schießen. Biotiker können sich hier sicher fühlen. Ja, ich bin auch Biotiker. Vater Keil sagt, wir Biotiker müssen zusammen. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten. Das ist nicht mein Problem. So, hier hinten ist nichts mehr. Nein. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Hier rumzustehen bringt gar nichts. Ich stehe doch gar nicht rum, ich laufe da hier rum.
Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. Ja, ja. So. Wow, das hat's ja gebracht. Medigels. Wir haben doch sowieso einen vollen Medigel-Dingsbums. Wir können ja maximal nur 6 mitnehmen und die haben wir ja schon auf der Normandy aufgefüllt. Von daher ist das hier alles unwichtig. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir jetzt böse gehandelt hätten, also gesagt hätten, okay, Vater Kyle ist tot, dass wir gegen die ganzen Biotika hier gekämpft hätten und deswegen diese ganzen Sicherheitszellen da sind und Ionenzellen und keine Ahnung was. Hat uns also nicht zu interessieren. Da haben wir jetzt nicht viel erfahren. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich noch mit Vater Kyle geredet hätten können. Schau ich mal ganz kurz. Nein. Tagebuch. Hier haben wir dann zum Beispiel turianische Insignien nach Kampfzeichen suchen. Also irgendwelche Medaillons oder Salarianer ID-Tags und hier Leichtmetalle gefunden, Schwermetalle gefunden und so weiter und so fort. Da gibt es jede Menge. Major Kyle, bla 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 bla. Ja, wo ist denn der? Ich gehe noch einmal rein. Wenn ich nichts finde, dann schneide ich das raus. So, ja, da drin war nichts mehr. Falls ich mich jetzt entschieden habe, das Ganze rauszuschneiden, entscheide ich dann im Nachhinein. Gibt's hier noch was? Ich denke mal nicht, ne? Gut, also, ich gehe mal davon aus, dass wir in ein anderes Sternsystem müssten. Und wie kann ich nochmal zurück zu Normandy? Da gab es ja irgendeine Taste für. Nee. Zurück zu Normandy. N, ich hab's doch gerade gedrückt. Achso, ich muss doch mal. Ah, verdammt, ich muss da drin sitzen. Ach, da hinten. Die Türsteuerung, die ist jetzt auf, die war vorhin rot. Gut. Ein weiteres Rätsel wäre gelöst. Dann können wir da jetzt rein. Komisches Gebäude übrigens, aber... Naja. Da sehen wir noch mehr von. So, und hier müsste jetzt Vater Kyle drin sein. Wir speichern einmal ganz kurz. Ja, das sieht doch schon ein wenig anders aus. Schauen wir mal ganz kurz. Das ist hier... nicht groß. Hier ist die Zufluchtsstätte. Nur weil wir Biotika sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Naja, habe ich auch nicht behauptet. Wir sind ja ebenfalls selbst Biotika. Energieanschluss. Wo gibt's einen Energieanschluss? Ich sehe es gerade nicht. Wir können der Allianz nicht trauen. Spind, leichte Dechiffrierung. Gut, schauen wir da mal rein. So. Hurricane 2, Skidima 2. Das hört sich doch nett an. Da schauen wir gleich mal rein. Und ich glaube, hier gibt es nicht viel. Da gibt es bestimmt jetzt noch ein paar Spinde, die ich ausgelassen habe. Da gehen wir gleich mal einfach anders herum. Also, andere Seite lang. Und ja, ein Technik-Kit. Notfallinterface und Rückstoßdämpfer. Schön. Fehlerhaftes Objekt. Chemisch 2 und Reißer 3 oder so. Du bist auf dir nur so ein Typ. Da schaue ich mal ganz kurz. Eine bessere Schrotflinte gab es hier nicht. Allerdings. Chemisch 1. Chemisch 2. Der Unterschied ist, dass wir jetzt 6 Schaden pro Sekunde machen und nicht 5. Ist nicht viel mehr, aber es ist mehr. Und das reicht mir ja schon. So, dann hatten wir auch noch ein Notfallinterface. 1,5 Gesundheitsregeneration pro Sekunde. Nice, das nehmen wir mit. Und da fällt mir noch auf, da können wir ja uns auch eigentlich mal an die Rüstungen unserer Kollegen machen. Schmetterschaden. Er bekommt auf jeden Fall Schmetterschaden dazu. Er benutzt ja übrigens auch gerne mal eine Schrotflinte. Da könnten wir ihm auch irgendwas draufpacken. Ein Rückstoßdämpfer ist auch ganz gut. Den Kampfsensor braucht er nicht.
Dafür haben wir den ja. Wobei, Moment. Wir geben ihnen den Kampfsensor. Ach, den Kampfsensor. Ach, ja. Gut. Schon kapiert. Den Kampfsensor kann er gar nicht mehr draufpacken, weil er die Dämpfung schon drauf hat. Die zweite Möglichkeit war ja die Munitionswahl. Gut. So. Jetzt kann ich nicht mehr weiterlaufen. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Sie haben zwei Allianzoffiziere getötet. Ihnen muss klar gewesen sein, wie das enden würde. Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die sieht ein bisschen aus wie Samuel L. Jackson. In so ein bisschen dünner und jünger. Kommt zumindest so vor. Sie können das hier immer noch überleben, Major. Ergeben Sie sich, dann wird niemand verletzt. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sie lassen mir keine andere Wahl, Major. Ich rede, aber Sie hören mir nicht zu. Sie sind wie die anderen. Ein Blasphemiker, der den Tod verdient hat. Ups. Das hat natürlich jetzt die Leute ein wenig aufgeregt. Dich mache ich fertig. So, und dann schauen wir direkt mal. Oh, was macht der denn da? Rex, du warpst ihn mal oder so ähnlich. Und du machst mal das. Ich mach mal hier gerade meine Barriere drauf. Und ansonsten könnte ich die auch mal wegschmeißen. Ja. Jetzt muss man nur aufpassen, dass die uns nicht selbst mit ihren Biotik-Fertigkeiten außer Gefecht setzen und durch den Raum schmeißen und sonst was. Und das gäbe es gefallen. Los, steh auf, fauler Sack. Liegt da nicht so rum. So pervers. Und da unten knallt jetzt irgendjemand ab. Ja, das bringt natürlich nichts. So, schauen wir mal. Den müssen wir eigentlich auch so treffen. Warte mal, hatten wir da jetzt nicht eigentlich auch noch bessere Munition? Warte mal, da hätten wir jetzt noch eine Hurricane. Nein, brauchen wir nicht. Hammer 1. Da können wir jetzt Hammer 2 nehmen. Gut. Oh. Nutz mal ein Medipack. Wow. Gut. Jetzt müsste Garrus eigentlich wieder aufstehen. Weil er... Ja. Weil es keine Leute mehr gerade in der Umgebung gibt, die uns töten wollen. Oder die allgemein feindlich gesinnt sind. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen auf Garrus. Der stirbt leider auch sehr schnell. Ah. Das ist der Grund, warum ich die Schrotflinte so liebe. Ich mache ich fertig. Wenn man trifft, ist der Feind direkt tot. Oftmals. Da war so ein Energieentschluss. Okay. Na komm schon. Warum trifft er nicht? Da kann man das Ding gar nicht zerstören. Dann war irgendwie auch einer. Ach hier. Das Ding kann man irgendwie gar nicht zerstören. Dabei ist da so ein Explosionszeichen. Wobei es, glaube ich, auch ein Zeichen ist für irgendwas Zerbrechliches. Ich probiere es nicht mehr aus. Wobei das Fadenkreuz auch orange steht. Ich lasse es einfach. So, da haben wir noch eine Kiste, die wir öffnen können. Machen wir direkt mal. Zwei Sturmgewehre, das ist schön. So, da haben wir noch jemanden. Auf den machen wir direkt mal einen Warp. Na komm, mach einen Warp. Achso, muss ich hier unten klicken? Los, los, los! Und zack.
Hätten wir es auch erledigt. Ich habe leider jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Aber macht gar nichts. Benutzen wir mal unsere Barriere. Ja, verdammt. Hat er uns zu Boden gerungen mit seiner Fähigkeit. Oder Fertigkeit eigentlich. Bam. So, schnell raus hier. Wie? Fehlgeschlagen. So, jetzt. Mal schauen, ob jetzt draußen auch welche auf uns warten. Nein, scheinbar nicht. Vielleicht könnte ich da jetzt auch noch reingehen und ein paar XP abstauben, aber ich mach's nicht. Wir gehen zurück zur Normandy. Ich wollte eigentlich nur kurz auf dem Planeten und euch was zeigen. Allerdings sind wir jetzt schon wieder bei 45 Minuten. Aber ich kann ja schon mal sagen, was wir demnächst machen. In der nächsten Neuer Folge. Nachrichteneingang. Ja. Stelle durch. Ja. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir wollten zwar keine zivilen Verluste, aber uns war wohl allen klar, wie das enden würde. Mir ist klar, dass Sie getan haben, was getan werden musste. Diese Geschichte landet bestimmt in den Nachrichten, aber wir werden Ihren Namen da raushalten, Shepard. Hackett, Ende. Yeah, Prominentenbonus. Gut, das war der Planet. Und gibt es noch irgendein Sternsystem? Scheinbar nicht. Gut, ich sag irgendwie immer so, mal gut. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Hätten wir jetzt auch noch andere Sternsysteme, teilweise mit mehreren, Nebel mit mehreren Sternsystemen. Aber beim nächsten Mal gehen wir zu Lieras Ausgrabungsstätte. Nach Sparta. Oder ist es in Sparta? Glaub schon. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich gehe noch kurz nach unten und verkaufe die Sachen, die wir jetzt gefunden hatten und aber irgendwie nicht brauchen. Können wir mal ganz kurz schauen. Sturmgewehre. Banshee 3, ja da, gut, das können wir vielleicht für einen unserer Leute verwenden, da behalte ich mal die Banshee 3. Aber ansonsten verkaufe ich noch alles, das mache ich aber glaube ich offscreen. Das braucht ihr ja nicht unbedingt sehen, wie ich Sachen verkaufe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir Lyra retten und jo, bis dann, ciao.